geteilt. Wir sind niemals alleine. Oh nein, das nimmt uns keine. Das nächste Hoch wird angepeilt. Und Adrenalin fließt durch die Adern. Die pure Euphorie. Dann macht es so. Und Thomas Anders. Schön, dass ihr da seid, ihr beiden. Hallo, grüß euch. Ja, sagt's mal. Ihr habt ja einen Spaß gehabt gerade. Herrlich, herrlich hier in der Gegend. Wahnsinn. Wir dürfen Boot fahren, wir dürfen Quad fahren. Das war ein Urlaubstag. Heute ist es ein Traum, ja, absolut. Ja, es ist auch einfach nur schön in der Woche. Und der Titel ist auch klasse. Wir haben ja gerade schon gehört, Zoom hat natürlich nichts mit Konferenzen oder sowas zu tun, auch wenn man in diesem Jahr da unweigerlich natürlich dran denkt. Wie geht's euch? Fühlt ihr euch nicht auch toll, dass man sich endlich wieder persönlich treffen kann? Ja, doch, auf jeden Fall. Also wir sind jetzt in der Zeit, wo es hoffentlich bald wieder richtig losgeht. Wir sind mitten in den Vorbereitungen, wollen auf Tour gehen und insofern merkt man jetzt, dass das Leben ein Stück weit zurückkommt und darauf freuen wir uns, glaube ich, alle. Und wir feiern Gartenparty. Wie ist es bei euch? Also ich kann mir ja euch beide irgendwie überhaupt nicht im Garten vorstellen, so beim Rasenmähen und beim Unkraut jäten. Wie schaut's aus? Seid ihr die Gärtner? Ich liebe Garten, meine Frau ist gerne im Garten, die pflanzt auch im Garten und sowas. Aber ich muss als Kind immer gefühlt irgendwie jeden Samstag Rasen mähen. Und wie ist es denn bei dir, Florian? Ich mähe tatsächlich gerne Rasen. Ich hab's mir gedacht. Ja, ich fühle mich danach so gut. Also ich habe dann sowas... Ich habe Feuer gemacht, so ungefähr. Weißt du, du sitzt dann dort und hast so den Rasen gemäht und sagst, ja, schön, haben wir was gemacht. Aber mir geht dann meistens irgendwann die Batterie aus. Ich habe einen Elektrorasenmäher und dann schafft er immer nicht den ganzen Rasen. Und dann hast du immer noch so ein Fleckerl, das noch nicht gemäht ist und dann musst du erst wieder warten, bis aufgeladen ist. Ja, aber dann und dabei trinkst du ein gutes Glaserl. Ja. Wir haben hier einen Marillensaft. Sehr gut. Wir sind ja hier in der Marillengegend und natürlich auch in der Weingegend. Und wie ist es bei euch? Ihr trinkt gerne mal ein Glas Wein, oder? Ja. Wir durften heute schon probieren. Ehrlich? Einen schönen Weltliner. Sehr angenehm. Und seid ihr so Weinkenner? Könnt ihr dann auch so die Aromen rausschmecken, so wie das manche so machen, die dann sagen, das riecht nach... Mir schmeckt er oder er schmeckt mir nicht. Aber ich bin jetzt kein Experte.
Ich kann das auch nicht. Muss man auch nicht. Hauptsache, er schmeckt gut. Aber genau. Ums Schmecken geht es jetzt in unserem nächsten Spiel. Der Karl hat nämlich schon was für euch vorbereitet. Mhm. Der steht da unten und ich kann nur sagen, ich drücke ganz fest die Daumen. Ihr dürft jetzt beim Karl schmecken. Viel Spaß. Probieren wir es mal. Ja, danke. Karl, wir kommen. Also das ist eindeutig Marille. Schaut momentan noch sehr, sehr technisch aus, aber da drunter ist die Würze. Und da kommen sie jetzt. Was hast du Schönes vorbereitet für uns? Es geht darum, Kräuter zu erraten. Und das sind die Kräuter drunter, ja? Das sind die Kräuter drunter, ja. Das Ganze natürlich ohne, dass ihr was seht. Ah. Haben wir Brillen, da steht, die liegen da, schaut, da sind so richtige Pilotenbrillen. Schürze auch. Ja, das ist so richtig, wie ausschaut wie Köche. So, ihr sucht euch immer einen Topf aus. Ja. Drei sind insgesamt zu erraten. Okay. Wir spielen, und zwar für Österreich und Deutschland. Du als Gast für Deutschland. Und du, weißt du ja, in Österreich jetzt quasi den Wohnsitz hast, bist natürlich für Österreich. Okay. Aufsetzen? Aufsetzen. So, hinter das Fass stehen, jetzt muss ich dich hinbegleiten. Du fangst an, Thomas. Ich? Ja. Darf ich beim Thomas zuschauen dann? Du darfst zuschauen jetzt. So, ja, im Moment. Im Moment darf jetzt noch mal Kommentare geben. Ja, der weiß du. So, also zwischen 1 und 8 kannst du jetzt ein Kräutlein aussuchen. Die 3. Die 3. Und das wird jetzt hier hingestellt, ja? Das wird schon spannend, okay. Ja? Wei, wei. Ich erkenne es ja nicht mal, wenn ich sehe. So. Gebt dir einen Tipp, Thomas, das ist grün. Ja, es ist eine Minze. Ist eine Minze? Nee, schmeckt bitter. Es schmeckt bitter. Warte mal. Das ist nicht einfach, gell? Boah, das ist schwer. Das ist eine Petersilie. Einfach, ja? Ist eine Petersilie? Also jetzt... Ist das eine Wasserkresse, eine Kresse? Kresse ist es nicht. Dann lass mich doch. Ich glaube, das wird nichts mehr, oder? Nee, das, ich bin jetzt schon durch die halbe Botanik. Das war echt schwer. Also, einmal nicht erraten. Boah. Es ist eine Minze. Am Anfang sagte ich, es ist Minze. Ja, dann aber du warst dann nicht sicher. Ja, oder? Aber am Anfang habe ich Minze gesagt. Ja. Ja, aber was ist das für eine Minze? Das ist doch keine Pfefferminze. Aber was ist das für eine Minze? Das ist eine Wasserminze. Thomas, ich gebe dir einen halben Punkt. Einen halben Punkt. Ja, ich fange gleich mit der 1 an. Komm, mit der 1. Ja. Das darf ich jetzt absetzen? Du darfst es absetzen, ja, schau her jetzt. Wo bin ich? So, da bist du. Jetzt wird spannend, ja. Das ist super schwer. 1000% Rosmarin. 1000% Rosmarin, ja. Und es stimmt. Ja. Perfekt, perfekt, perfekt. War so, ein bisschen einfacher als deine Minze. Gib mir doch mal die 5. Die 5. Die 5. Die 5? Das ist so schwierig, ja. Das ist ein Basilikum. Ja, super. Ring runter, anschauen und schau her. 4. 4. Eieieiei, ist das schwer. Hier, eine Pflanze des Südens, so viel kann man verraten. Ja, das ist doch... Ja, es ist so... Es ist gemein. Es ist wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde jetzt eine schöne Pasta machen, ein bisschen gefüllt, und dann eine schöne braune Butter mit Salbei. Ja, bravo. Ja. So, du bist dran. Die 2. Die 2. Das ist immer schwierige. So, ja, da ist er da. Probier mal. So, jetzt. Thymian. Nein. Getrocknet kennt man es auch. Ja, genau. Auch wir wollen zuerst Oregano. Ja, bravo. Majoran, Oregano. Also, jetzt haben wir da 2,5 und da fällt jetzt noch eine. Jetzt werden wir schauen. Gib mir die 8. Die 8. Ach, ich bin ja schon durch. Ich hatte ja schon 3. Ah, das ist ein lustiges. Ich weiß, das schmeckt sie sofort. Du weißt genau, was es ist. Ah, Magikraut. Ja, bravo, das ist es. Ja, ja. Ja. Liebstöckel. Liebstöckel, ja. Weil der Mann von der Stefanie kommt ja aus Kärnten. Ja. Und da heißt dieser Stock Luststock. 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 Luststock, okay. Ja. Okay. Angeblich hat man früher in den Zeiten, wenn man sie nicht so oft geduscht hat, das in die Hose gesteckt. Ja, also ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Aber das hat mir wirklich einer erklärt. Also nicht mehr jetzt bei einer Magieflasche auf falsche nicht, Gedanken kommen. Genau so ist es. Ja, genau so ist es. Das wollen wir nicht. Das war die Kräuter-Challenge. Danke. Danke vielmals, ihr wart super. Jetzt schauen wir zurück zur Showbühne und schauen wir zur Stefanie. Und bei uns wird es jetzt wieder schön. Ist das nicht herrlich? Es ist wieder trocken.